Und da sind wir wieder. Wir müssen jetzt unser U-Boot hier intakt bringen. Das erste, was wir machen, ist, wir stöpseln mal das Teil hier rein. Wenn ich könnte. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Und drücken mit dem roten Button. Das ist nicht gut. Bereit. Okay, jetzt habe ich 5 Knöpfe. Ich nehme einfach mal den ersten. Führe Test durch. Alle Systeme okay. Bereite Abkopplung vor. Weißt du, was mich ein bisschen nervös macht, ist, dass dann auch überall diese ganzen weißen Beulen drauf. Abkopplung in den Rand. Catherine, das ist alles deine Schuld. Ich halte das nicht aus. Hat das Ding gesagt? Nur zur Sicherheit. Das Ding hat gesagt, Catherine, ich halte das nicht aus. Das ist alles deine Schuld. Und, was sagst du dazu, Catherine? Ein Wort von Catherine. Zu der ganzen Geschichte. Kein Wort. Kein gar nichts. Kein Kommentar. Das Ding hat mit uns gesprochen. Und hat gemeint, es wäre ihre Schuld. Tja, das ging jetzt so gründlichst in die Hose. Was sollen wir jetzt machen? Jetzt haben wir kein U-Boot mehr. Wir können jetzt ja nicht gar nichts mehr machen. Ein kleiner Kommentar von ihr wäre nett. Oh, jetzt kommen wir gewiss ins Labor. War ja klar. Ich glaube, es ist egal, worum wir kriechen, oder? Oh, oder doch nicht. High Security Area. Das sind die Labors. Oh, das bricht ein, das sehe ich jetzt schon.
Alter, was ist das für ein komisches Geräusch? Du da unten machst das Geräusch. Das ist ein Labor, garantierterweise. Es schaut aus wie ein Operationstisch. Und ein, zwei Türen, zwei Fenster. Ich jetzt noch nicht, weil da ändert sich immer was. Da lag irgendwas drauf. Was ist das? Eine Bombe? Das haben sie auf jeden Fall hier vorbereitet. Catherine kann ich hier einstecken. Das machen wir gleich. Vier, Tunnel nach Pio öffnen, Ache starten. Ah ne, erstens, Shuttle nach Omricon nehmen. Zweitens, HKA anziehen, mit der Aufzugsplattform in den Abgrund fahren. Okay, die sind tatsächlich nicht mit einem U-Boot runter, sondern mit dem Aufzug. Und AHK, das scheint so ein Tieftauchanzug zu sein, also so wie ein Roboter, ne? Tau überprüfen, lebt noch jemand. Viertens, Tunnel nach Pi öffnen, Ache starten. Wunderbar. Aus wie Schleusentüren. Offline. Okay, dann würde ich mal sagen, meine Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, die Arche mit den vorliegenden Scans abzuschließen. Catherine ist von Catherine. Tut mir leid für alle von euch, die auch mitgehen wollten, aber vor der Aussetzung des Projektes keine Chance mehr bekamen, sich scannen zu lassen. Es ist schon 2 Monate her, seit ich den letzten Scan hinzugefügt habe. Und ich sehe keine Möglichkeit, wieder eine solche Unterstützung bei euch zu finden, wie ihr sie mir beim Start des Projektes gegeben habt. Tut mir leid. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt, dass sich jemand das Leben nimmt. Niemals wollte ich irgendjemanden hinters Licht führen. Ich wollte nur etwas retten, mehr wollte ich nicht. Was noch zu tun ist: Interface-Modul veranwenden, Ache-Kapsel versiegeln, Genehmigung von 4Q einholen. Okay, Ivan, Lyndon, Patterson, Hill instruieren, mit den Shuttle nach Omricon fahren, Kampfanzug abholen. Das sind diese, ne, genau. Mit der Aufzugsplattform in den Abgrund fahren, Reorganisation bei Tau, Aufbruch zum Startplatz, Laden des Geschosses, Start der Arche. Ja, das letzte hat nicht funktioniert. Das wissen wir ja. Huh? Wait, this isn't. Oh no! Wow got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the Abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the Abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the Abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. You didn't know how to get us on? How difficult could it be?
Start an Arc simulation. I want to see how it works. Get an Arc simulation going. Das haben wir doch gar nicht gesehen hier, ne? Multipurpose Volume. Jetzt lang ich da mal rein. Achtung. What's this thing? That's just a compound examiner. Coster uses it to investigate structural integrity in payload frameworks. Of course. Could you fit inside it? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. I'll give it a try. Okay, was soll da reingehen? So, jetzt schauen wir erstmal, wie wir denn so eine Simulation starten können. Ah, ich habe hier wieder... Ja, aber da brauchen wir erst so ein Teil, oder? Hier, das Ding hier. Das hier brauchen wir. The Ark doesn't even look that bulky. This is gonna be easy. You haven't heard of the concept of jinxing, have you? Sorry, I forgot your people were superstitious. Das ist die ganze Arche? So winzig klein, mini? Okay, und da müssen wir dann die zwei Sachen da rein stöpseln. Aber dazu brauchen wir erstmal eine. So liegt ja keine rum, ne? Kein angeschlossenes Gerät. Ach, da ist sie ja. Hier. Da, das ist die Arche. Hier. Das Teil. Circa 43% Terabyte des Speicher beschädigt. Neukonfiguration der Simulation ist erforderlich. Alles im Eimer hier. Physisch weich, physisch. Verfügbare Module. Speicherdefekt erkannt. Bitte Speicherbedarf reduzieren. Szenen, Systeme, Objekte. Ach, jetzt muss ich hier Sachen rausnehmen. Ach, so scheiße. Was nehmen wir denn raus? Das Rote wird kaputt sein, oder? Somarum, was immer das ist. Ah, nee. Das haben wir... Okay, Schmutz. Schmutz auf den Straßen. Umweltschmutz auf den Straßen. Physisch halt weich fließend. Keine Ahnung. Physische Boje. Oh, da kann ich schon viel noch rausnehmen hier. Hitze, dynamisches Licht. Den Wald kann ich gar nicht rausnehmen. Ich habe keine Ahnung, was ein Boot ist. Hütte. Moderner See. Laub. Wolken, Mond, voll. Sonne, Mittag. Heißt das?
Soma, Human, 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 Menschen? Stuhl. Ich habe keine Ahnung. Aber ich komme sowieso nicht auf weiter. Weiter lässt er mich sowieso nicht drücken. Den Mond kann ich noch mitnehmen. Oder Laub. Und den Stuhl. Ich nehme mal das alles raus, die Objekte, oder? Physisch reicht. Jetzt habe ich von den Systemen alles drin. Muss ich das raustun? Kann ich jetzt das Gras da unten reinnehmen? Nee, da komme ich nicht ran. Das bringt alles nichts. Weil der Knopf weiterkommt nicht an. Kann ich hier noch was machen? Da ist nichts Neues. Get an ARC simulation going. Pfeife. Simulationsbase Regeltyp Soma. Wieso kommt das Weiche nicht? Soma, Soma, Soma. Was heißt Soma? Weiß ich, was ich da nehmen soll. Dynamisches Licht, Hitze, Interface-Scan, keine Ahnung. Amt, keine Ahnung, Boje, fließend, weich, vegetarisches, also Vegetation, denke ich mir mal. Keine Ahnung, ich versuche jetzt hier mal was. What the fuck? A tight fit. Can you reach the on switch? What is this? Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the OcuTorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No. Hold on. Back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was nice to me. Anyway, the cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit
unreliable. You are the best of both worlds, a sound mind and a sound body. At least we know how to get on the run. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed. Okay, also wir sind in dem Körper einer Frau und die Frau war ihre Freundin, Geliebte. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Ne? Okay, deswegen sind wir noch nicht weiter. Wir passen also in diesen Kampfanzug, in diesen Tieftauchanzug hinein. Das ist schon mal schön. Aber deswegen sind wir hier mit dieser Simulation noch kein Stück weiter. Ich habe leider keine Ahnung, was wir da machen sollen. Dieses Weiter geht halt nicht an, ne? Da kann ich nichts machen. Weiter geht nicht an. Gibt es hier irgendwie eine Information, wie ich das konfigurieren muss? Get an arc simulation going. Ja, dann gib mir doch mal bitte einen Hinweis, wie? Ich kann doch hier nicht alle möglichen Sachen da ausprobieren. Also Hitze, Armor. Jetzt habe ich zweimal Hitze. Wieso habe ich zweimal Hitze? Atom, physisch fließend. Wiemot Hitze. Wolkendynamisch. Ich habe zweimal Wolkendynamisch. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie ich das konfigurieren soll. Externe Sonne, externe Wolken. Für die Sonne brauche ich das Licht drüben. Kann es sein, dass es so zusammenhängt? Für das Mond brauche ich das Licht. Warte mal, ich mache mal alles aus. So, jetzt pass mal auf. Dafür brauche ich den Wald. Waldhammer. Das sagt das sonst nichts.
Okay. Verstehe ich nicht. Also es hängt schon irgendwie zusammen. Also, Status. Soma. Und Soma braucht... Wasser und Licht. Wasser, kann ich den See nehmen oder den Fluss? See ist kleiner. Für den See brauche ich die Boje. Licht brauche ich noch. Und wenn ich den... Brauche ich die Boje? Flüssig fließend? Ey, das ist echt nicht einfach. Pika ist so ein Typ Lichtscan. Wo ist denn Lichtscan? What the fuck? Wo ist Lichtscan? Dynamisches Licht. Haha, jetzt bin ich auf weiter. Try loading a dummy scan. Shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. Okay, Berg, Duschen. Das bin ich, oder? Dummy, oder? Was hast du gerade gesagt? Ich habe es nicht genau so aufgepasst. Studio weg. Können wir nochmal reden? Load a dummy and pause the simulation while it's active. Then we can run diagnostics and see how it operates. Okay, also Dummy. Okay, Leute, boah, das war jetzt echt irgendwie doof. Muss erstmal hintersteigen, wie das funktioniert. Aber wir haben es ja gekriegt. Hat ein bisschen gedauert. Okay, dann sage ich vielen Dank.
die Folge ist von Dallen, ist vorbei. Beim nächsten Mal laden wir den Dummy, dann gucken wir mal, was passiert. Boah, das ist noch so lange weitergeht, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, wir sind jetzt eigentlich bald durch mit allem. Fahren runter und dann ist gut, aber nee, ist nicht. Also, ich hoffe, jetzt seid ihr mit dabei. Beim nächsten Mal geht's los, dann laden wir hier diesen Dummy. Und dann gucken wir mal. Also, bis dahin, macht es gut, alle wieder Edgy und tschüss.